Wir bringen euch die Gezeiten aus der Innenerde, die im innersten Hohlraum eures Planeten liegt. Wir leben hier in Frieden und Wohlstand und in großer Fülle. Wir tragen kostbare Edelsteine und Gold, was unsere Körper und unsere Heime ziert. Und jeder hat so viel, wie er sich jemals wünschen würde. Alles ist in reichlicher Fülle vorhanden, inbegriffen Frieden und die bedingungslose Liebe. Denn es sind Frieden und Liebe, die Fülle und Wohlstand und Langlebigkeit erschaffen. Dies ist das Geheimnis, die magische Formel des Lebens. Lebt einfach in Frieden und Harmonie und in Liebe miteinander, und der Himmel auf Erden gehört euch. Es ist wahrhaftig magisch, denn friedliches Leben kann nur mehr Frieden bringen und große Reichtümer jenseits eurer 3D-Vorstellung. Frieden ist die Antwort auf alle eure sozialen Krankheiten. Liebe ist die Antwort auf alle euren Familien- und Beziehungsprobleme. Frieden ist die Antwort auf eure Wirtschaftsschwierigkeiten und Fluktuationen auf dem Aktienmarkt. Friedvolles Miteinander existieren ist der Lebenszweck und der Grund, aus dem ihr hier seid. Entzieht euch dem nicht und lasst nicht zu, dass Ereignisse wie 9/11 euch von eurem Weg abbringen, der in eurem Inneren liegt. Diese Ereignisse sind nichts anderes als Tricks, die euch von dem Frieden ablenken, der bereits in jedem von euch existiert. Diese Ereignisse werden absichtlich orchestriert, um die Menschheit vom Kurs ihres bevorstehenden Aufstiegs abzubringen. Egal, was auf eurer Oberflächenwelt vor sich geht, bleibt ruhig und zentriert innerhalb eurer Seele und fühlt Frieden. Nur durch Fühlen kann Friedfertigkeit hervorgehen. Haltet diese Friedfertigkeit und lasst sie sich über die Oberfläche ausdehnen und berührt damit jede Seele, mit der ihr in Kontakt kommt. So verbreitet ihr Frieden und wirkt der Dunkelheit um euch auf Erden entgegen. Die Kräfte des Lichts sind in großer Zahl hier. Sie umgeben eure Erde und jeden Mann, jede Frau, jedes Kind. Unsere Zentralsonne hat Legionen von Engeln ausgesandt, um euch zu leiten und zu schützen. Denn die zur Erde kommenden Energien sind jetzt so kraftvoll, dass alles, was nicht in Liebe ist, zur Heilung nach oben geholt wird. Wir in der Innenerde sind von dem Chaos oben abgeschirmt, denn die Erde ist eine großartige Isolierung und stellt um uns herum ein schützendes Schild bereit. Wir können mit euch in Kontakt sein, aber wir können nicht von Negativität kontaktiert werden. Sie kann einfach nicht zu uns durchdringen. Unser Schutzschild ist einfach zu stark. Wir haben ein Kraftfeld um uns herum gewoben, das undurchdringlich ist für alles, was nicht dem Licht angehört. Wir sind sicher und geborgen innerhalb der Erde, denn dies ist die einzige Weise, in der wir existieren und uns entwickeln können. Wenn ihr diese friedlichen Lebensbedingungen erlangt, dann können wir zum Vorschein kommen und euch in der Konföderation der Planeten willkommen heißen, wo euch gezeigt werden wird, wie ihr eure Welt zurück in ein Paradies verändern könnt. Wir haben den ganzen Tag freudig gewartet, wohl wissend, dass wir heute unsere Verbindung herstellen würden, am Ende eures Tages. Wir sind froh, heute hier bei dir zu sein, in Partnerschaft mit dir, um unsere Botschaften unseren Brüdern und Schwestern auf dem Erdboden zu überbringen. Danke, dass du deine Verabredung mit uns einhältst. Heute werden wir über Zeit sprechen und darüber, wie sie auf der Oberfläche dahinflutet. Ihr zählt eure Tage, eure Minuten, eure Sekunden und ihr registriert all das in euren Körpern, in den Gedanken, dass der Alterungsprozess signifikant für das Verfließen von Zeit ist. Indem Leute altern, geht die Zeit vorbei. Indem Gebäude verfallen, vergeht die Zeit.
So ist die Zeit auf der Oberfläche und das alles ist eine Illusion. Zeit existiert nicht wirklich. Das kann sie gar nicht. Und wir sind ein hervorragendes Beispiel dafür. Unsere Körper altern nicht und unsere Gebäude verfallen nicht. Heißt das jetzt nicht, dass es in der Innenerde keine Zeit gibt, sondern nur auf der Oberfläche? Das würdet ihr denken, nicht wahr? Aber unsere Leben untermauern die Tatsache, dass auch durch euer Verfließen von Zeit hindurch unsere Körper jung bleiben, ganz egal, wie viel Zeit auf der Oberfläche vergeht. Ihr messt eure Zeit am Altern, aber wir altern nicht. Bedeutet dies, dass für uns die Zeit stillsteht, oder heißt dies vielleicht eher, dass ihr ein unangemessenes Messinstrument benutzt? Eure Körper würden nicht altern, wenn ihr nicht die Tage und Jahre zählen würdet und älter werden würdet. Wenn ihr die Tage und Jahre als eure Reisen um die Sonne herum zählen würdet, dann würden 30 Jahre gleichbedeutend sein mit 30 Umrundungen der Sonne, anstatt von 30 Jahre alt. Reisen lassen euch nicht altern, Jahre alt schon. Wenn ihr einfach die Worte abendet von Jahre alt in Reisen, dann erlangt ihr Unsterblichkeit. Das alles liegt in der Macht eurer Glaubensausrichtung und eurer Sprache. Eure Sprache und eure Gedanken machen das. In der Innenerde wissen wir, dass es so etwas wie Altern nicht gibt. Denn wir sehen es nie. Wir wissen, dass es so etwas wie Zeit, so wie ihr sie erfahrt, nicht gibt. Denn hier befindet sich alles in einem dauerhaften Zustand von Jugendlichkeit und Neuheit. Alles sieht so neu aus wie an dem Tag, an dem es geschaffen worden ist, inbegriffen unserer Körper. Wir existieren im Zustand göttlicher Perfektion in einem Umfeld der Zeitlosigkeit. Wir sind nie in Eile und auch nie zu spät. Wir schlagen auch nie die Zeit tot, so wie es manche bei euch auf der Oberfläche tun. Habt ihr mal bemerkt, wie beliebt dieser Spruch bei euch ist? Es hört sich an, als wäre die Zeit euer Feind, und wann immer ihr etwas davon übrig habt, schlagt ihr sie tot. Ihr seid drauf und dran, die ganze Zeit in eurem Leben zu verbrauchen, so dass das Ende schnell naht und ihr nicht fühlen müsst. Ihr bleibt einfach beschäftigt, ihr seht die Jahre an euch vorbeiziehen und ihr hofft, dass alles zu Ende geht, ohne dass noch irgendwelche Extrazeit in euren Händen zurückbleibt. Denn was würdet ihr mit Extrazeit anfangen? Allein schon der Gedanke daran würde euch ängstigen, denn Extrazeit würde bedeuten, dass ihr Zeit hättet, um euch selbst zu fühlen, um euer Leben zu fühlen. Und fühlen ist eben das, was jeder vermeiden möchte. Denn wenn am Ende eines jeden Tages nicht mehr genug Zeit übrig ist, dann könnt ihr das Fühlen vermeiden und einfach eure roboterähnliche Existenz fortführen. Ihr könnt Zeit anhalten. Fangt einfach an, euch selbst in jedem Augenblick zu fühlen und dehnt dieses Fühlen aus, dieses Bewusstsein über euch selbst. Ihr könnt tatsächlich eure Zeit ausdehnen und eure Jugendlichkeit verlängern, indem ihr euch von der Zeit nicht einfangen lasst. Wenn sie anfängt, euch zu entgleiten, dann könnt ihr damit aufhören, sie wieder einzufangen. Indem ihr euch in diesem Moment ganz tief fühlt. Es hat alles mit Bewusstsein zu tun. Wenn ihr euch tagsüber selbst verliert, dann verliert ihr ein Segment eures Lebens. Wenn ihr euch während des Tages eurer selbst bewusst seid, dann gewinnt ihr Unsterblichkeit, denn ihr fokussiert euch auf das Jetzt. Ihr würdet unser leichtes Leben lieben und unsere langsame, harmonische Art. Wir haben Zeit, um Dinge zu Ende zu denken, um Dinge vollständig zu erörtern, bevor wir Entscheidungen treffen. Wir sind nie zur Entscheidung gezwungen, nur weil die Zeit aus ist oder weil es ein Ultimatum gibt. Dies sind Hindernisse, die ihr euch auf der Oberfläche geschaffen habt, und diese existieren hier unten einfach nicht. Wir danken dir, dass du dir heute Zeit genommen hast, um dich mit uns zu treffen. Ich bin Mikus, alters und zeitlos.
Wir haben Falkenaugen. Heute ist es hell und glorreich in der Innenerde, denn unsere innere Sonne scheint immer und es gibt nie irgendwelche Wolken an unserem Himmel. Unsere Sicht ist immer klar und wir können in unseren inneren Städten meilenweit sehen und auch durch unsere Himmel hindurch zur anderen Seite unserer Innenerde. Wir haben die Augen von Falken mit einer ganz intensiven, präzisen Sicht. Hier trägt niemand eine Brille, denn unser Sehvermögen ist perfekt. Sehen heißt glauben. Und bald werdet ihr in der Lage sein, uns mit eurer inneren Vision zu sehen. Und dann werdet ihr euch fragen, wieso ihr uns vorher noch nicht gesehen habt. Wenn euer Bewusstsein die Frequenzen erklimmt, dann erweitert sich auch die Perfektion eures Körpers hin auf jede Zelle und jedes Organ, bis ihr in die göttliche Perfektion zurückkehrt, die ihr seid. Frage 1. Würdest du uns eine Beschreibung deines physischen Selbst geben? Ja. Meine Augen glänzen durch kristallines Licht und meine Haut ist so weich wie die eines Babys. Ich bin 4,57 Meter groß, kräftig und stärker als ein Ochse. Ich kann über Ströme springen und Flüsse durchwaten und auf die höchsten Berge klettern, ohne zu ermüden. Ich bin in perfekter Kondition, obwohl ich über 483.000 Jahre zähle. Und ich verbleibe in meinem perfekten Zustand, so wie wir alle hier in der Innenerde. Hier existieren keine Gedankenformen, die weniger wären als göttlich. Und so werden wir alles, was wir denken. Dies ist das Lebensgesetz. Auch ihr auf der Oberfläche fangt jetzt an, das zu realisieren. Gerade bezeugt ihr einen Boom eurer Transformationsworkshops, wo gelehrt wird, dass ihr all das, woran ihr glaubt, auch erschafft. Das ist ein einfaches Lebensgesetz. Ich bin Mikus. Frage 2. Was für Kleidung tragt ihr? Wir sind hier alle versammelt, hier im Gras bei der Bibliothek von Porto Logos. Wir lieben es, draußen zu arbeiten und nehmen jede Gelegenheit dazu wahr. Wir sind sehr freizeitmäßig gekleidet und ziehen uns tagsüber bequem an. Wir haben bei uns keine Regeln für Kleiderordnungen, so wie es bei euch auf der Oberfläche der Fall ist. Wir kleiden uns so, wie wir uns fühlen. Und wir fühlen uns immer gut. So ziehen wir uns in lockerer Kleidung, in hellen Farben, aus weichem Stoff, der aus Hanf und aus anderen Pflanzenmaterialien hergestellt wird. Wir benutzen niemals Bäume für irgendetwas, denn sie sind Lebewesen und hier, um unsere Landschaft zu schmücken. Sie geben uns den Sauerstoff zum Atmen und dienen anderen Spezies als Heim. Frage 3. Habt ihr Straßen? Wir haben keine Straßen, wir haben Pfade, die mit Blumen gesäumt sind und die aus Erde bestehen, sodass unsere Füße immer mit dem Boden verbunden sind und wir laufen oft barfuß, denn unsere Erde ist sauber und rein und massiert unsere Füße, während wir gehen. Das fühlt sich genauso an, als wenn ihr auf euren Sandstränden entlanglauft. Unsere Füße sind stark und gesund als Resultat davon und unsere Füße sind nicht deformiert durch die Einengung von Schuhen, wie ihr sie tragt. Frage 4. Woher kommt euer Licht? Das Zentrum der Erde ist ein Ort von exquisiter Schönheit und von einzigartigem Liebreiz und es blendet geradezu durch das Licht unserer Bewohner. Denn sie spiegeln Gottes Angesicht in Gottes ganzer Perfektion. Unsere Körperformen sind perfekt proportioniert und Licht strömt aus allen unseren Zellen.
Wir brauchen kein künstliches Licht, denn unsere eigenen Zellen strömen alles Licht aus, was wir brauchen. Unser eigenes Licht, zuzüglich des Lichtes der inneren Sonne, erhält unsere Innenwelt perfekt. Und natürlich ist alles kostenlos, ohne dass wir jemals irgendwelche Stromrechnungen bezahlen müssten. Wir generieren alle unsere eigene Elektrizität und unser Licht. Denn wir sind alle selbst kraftvolle Generatoren von Energie und liefern alles, was wir an Licht und Wärme brauchen, für unsere Heimstätten und Arbeitsplätze. Natürlich haben wir Unterstützung durch unsere Kristalle. Kristalle generieren, gekoppelt mit Elektromagnetismus, die gesamte Kraft, die wir brauchen, um unseren Bedarf zu decken. Frage 5. Woraus bestehen eure Betten? Unsere Betten sind mit schwingendem Material gepolstert, das sich perfekt unserer Körperform anpasst, was unseren Körpern die ideale Unterstützung gibt und die Bequemlichkeit, die wir brauchen, damit wir beim Erwachen vollkommen verjüngt sind. Frage 6. Was für Wasser trinkt ihr? Unser Wassersystem ist kristallklar und es ist lebendiges, kristallisiertes Wasser, dessen Bewusstsein noch völlig intakt ist, anders als bei eurem toten Wasser auf der Oberfläche, das seine lebensspendende Energie beraubt ist. Frage 7. Wie alt sind eure Bäume? Unsere Bäume sind Tausende und Abertausende von Jahren alt und sie zieren unsere Landschaft mit ihren mächtigen grünen Gewändern. Wir stehen in voller Kommunikation mit allen Bäumen, Büschen, Pflanzen und Blumen. Und wir können ihre Chöre hören und ihre Arien, die durch die Luft wehen und gleichzeitig unserem inneren Heimatland eine Serenade darbringen.